Baños wird auch die Abenteuerhauptstadt Ecuadors genannt. Wunderschön in einem Tal zwischen zwei Vulkanen gelegen, ist es vor allem die beliebte Schaukel am Ende der Welt, die Besucher anzieht. Jesus Christ! Nach unserer Zeit im Amazonas mit psychedelischen Kakteen und dem dichten Dschungelsumpf auf der Suche nach Anacondas eignet sich der Ort ideal als Zwischenstopp zu unserem nächsten Ziel. Wir sind Henrik und Lea. Vor 2 Jahren haben wir alles in Deutschland verkauft und reisen seitdem wohnsitzlos durch die Welt. Guten Morgen aus Baños. Wir sind hier in der kleinen Innenstadt und gehen jetzt auf den Viewpoint hoch. Am Wochenende soll hier echt die Hölle los sein, auch mit Leuten, die aus Quito hierher kommen. Aber unter der Woche, ja, da haben wir den Ort fast für uns. Überall über die Stadt sind wunderschöne Wandmalereien verteilt. Das ist überall in Ecuador. So hast du wahrscheinlich in den letzten YouTube-Videos von uns hier auch gesehen. Aber es ist echt schön, dass es sich eigentlich hier so durchzieht. Immer diese Pachamama-Gemälde. Brauchst du dich schon darauf, einige Höhenmeter zu schrubben? Yay! Höhenmeter! Ich habe gerade richtige Debatte, wer jetzt hier gehechelt hat. Ich habe gehechelt. Der Weg ist ungefähr 1,5 Kilometer lang und macht so 250 Meter in die Höhe. Die schrubben wir gerade, die Meter. Puh, so, 1/2 Kilometer gegangen, jetzt haben wir schon den epischen Blick über das kleine Bergdorf. Taldorf. Sind wir jetzt in einem kleinen Café angekommen, gönnen uns ein kleines Heißgetränk und werden jetzt den Blick genießen. Schon so witzig, weil es uns schon so oft passiert ist. Hier kommt einfach immer irgendjemand und in diesem Fall war es halt er, der einfach für die Aussicht jetzt ein paar Euro verlangt. Und du weißt gar nicht, ob es richtig oder falsch ist, weil kriegst du auch keine Rechnung dafür. Aber wir Idioten zahlen natürlich auch immer so, aber ist ja auch nicht, also ja. In other news, this is Cappuccino Ice Cream. Let's try this. Unser Ziel an unserem ersten Tag war es, die Blicke über dieses wunderschön gelegene Dorf mit unseren eigenen Augen zu sehen. Und selbst dafür lohnt sich Baños schon. Agenda 2030. Du wirst nichts haben und trotzdem glücklich sein. Also ihr werdet weiteren Outdoor-Content hier sehen von uns, aber ihr werdet uns wahrscheinlich nie sehen, wie wir so ein Lebewesen hier konsumieren. Nicht nur aus Ekel nicht essen, sondern auch aus dem Prinzip, dass ich nicht Tiere essen möchte. Boah, jetzt liegt es so rum. Ja, jetzt müssen wir ihnen helfen. Johnny! Komm her! Johnny, halt dich fest, Johnny! Johnny, halt dich! Oh mein Gott, er verfällt schon die Totenstarre. Helf ihm schneller! Ja! Ja! Boah, er hat sich festgebissen! Bewegt er sich noch? Ich glaube, der hat jetzt Angst vor uns. Wir sind hier vor dem Markt in der Stadtmitte von Baños und schauen jetzt mal, ob wir einen kleinen Früchtesaft ergattern können. Solche lokalen Märkte findest du in jedem Ort Ecuadors. Neben frischem Gemüse, vielen Möglichkeiten zum Mittagessen, finden wir diese sympathische Dame, die uns einen vitalen Saft aus regionalen Früchten zaubert. Wir haben uns hier jetzt diesen Spinatsaft besorgt mit Pineapple noch drin und Cucumber und Limette. It's very good. What is it? ¿Qué es esta sa? Siendo el coche. Para ser así. Wow. Daraus wird das hier gemacht. Also hier habe ich Diabetes schon vom durch den Laden spazieren. Es gibt hier nur Süßes. Der bereitet dir vorne quasi diese Zuckermasse vor, die er dann fertig verarbeitet. Da kannst du mal eine richtig schöne Schnucketüte machen hier für 50 Pfennig. Das ist eine richtig süße kleine Stadt hier. Unser Ziel heute ist die Casa de Arbol oder auf Deutsch das Baumhaus. Auf einem der höchst besiedelsten Berggipfel der Region gelegen, fahren wir nun die rund 900 Höhenmeter mit dem Taxi zum Eingang. Unser Erfrischungsgetränk haben wir nun ausgetrunken. Okay. Meine Cousine zum Geburtstag gratulieren. Haben wir jetzt ausgetrunken und jetzt könnten wir entweder den Bus nehmen hoch zur Casa de Arbol für 1 Euro pro Person, kommt aber erst um 11 in 2 Stunden also. Deswegen springen wir jetzt in ein Taxi für 8 Dollars. Hey, buenos días, ¿cómo estás? Para la Casa del Árbol? Sí. Sí? Gracias. Ok, gracias. ¿Cuántos minutos? ¿45? 20 minutos. 20 minutos, ok. Gracias a ti. Chao, chao. Go. Let's go. Let's go. Auf zur Schaukel. Casa del Árbol. Oh, it's a steep 3-minute walk. Sag mal schnell was.
jetzt schon aus Atem von so 50 Metern. Hey, buenos días. Gracias a ti. Ah, das ist schon wieder mal Polon hier. Ich komme vom Urinal. Wo ist meine Frau? Oh mein Gott, ist das ja. It's a big place here. Oh, there you are. Yes. Hello. Yes. Voll schön hier. Yes. Ganz viele Saukühlen. Wir sind jetzt 900 Höhenmeter auf den Berg drauf gefahren und jetzt von diesem Blickwinkel sehen wir auf die ganzen Berggipfel endlich mal drauf. Richtig, richtig episch. Ich bin also hart verklatscht von dieser San Pedro-Zeremonie. Egal, weiter geht's. Ursprünglich war das von einer Bauernfamilie errichtete Baumhaus gedacht, um den aktiven Tungurahua-Vulkan vom Berggipfel zu beobachten. Wow, du siehst aber süß aus. Kuruku, kuruku. Als zufällig ein National Geographic-Fotograf vorbeikam und Bilder schoss, wurde der Ort langsam zu einem Geheimtipp unter Backpackern. Dafür, dass dieser Ort einfach 10.000 Google-Bewertungen hat, alle überwiegend positiv, es ist hier beachtlich leer. Liegt vielleicht daran, dass es jetzt 10 Uhr auf dem Mittwoch, glaube ich, ist. Immer noch einer der besten Orte für eine Schaukel-Experience der besonderen Art. Bist du ready? Oh ja, ich bin ready. Schaukel. Alle meine Wertsachen noch hier erstmal weglegen. Also hier geht's ja gut runter. Jesus Christ! Macht ja richtig Freude. Pommes zum Frühstück, da sind wir dabei. Breakfast for Champions. Pommes. Nicht bitter. Immerhin hatten wir einen Spinat-Smoothie zum Frühstück noch vorher. Die Anlage der Casa de Arbol ist mit einem Wegsystem ausgestattet, so dass große Touristenmengen auf einem kleinen Fleck nicht ins Chaos ausbrechen. Wir können uns nicht ganz vorstellen, wie es hier sein soll am Wochenende. Bei unserem Besuch an einem Mittwochvormittag war es absolut entspannend. So amazing, all the flowers. Kolibri-Futter. Richtig große Fische drin. This was very nice. We would highly recommend going here to the Casa de los hier oben auf den Berg. Jetzt ist es kurz vor 11, wir verlassen den Park und spazieren runter zur Stadt. Und in 10 Minuten wäre es eigentlich der Bus gekommen, der uns hier hochgebracht hätte. Also haben wir quasi den ganzen Vormittag so jetzt schon hier verbracht. Schön. Wenn du dir den Bus oder das Taxi sparen willst, gibt es vom Dorf Banyos aus sogar einen Wanderweg hier hoch. Geht's hier runter zur Stadt? Hola! Ich glaube nicht. Aufsteigen würde ich euch nicht empfehlen, falls ihr nicht ein entsprechendes Fitnesslevel habt, denn diese 2-3 Kilometer haben auch gleichzeitig 50% Steigung ungefähr durchgehend. Runtergehen ist aber sehr angenehm, nachdem ihr vielleicht den Bus oder das Taxi hochgenommen habt. Das ist gelogen, weil die 50% gehen ja auch so steil ab. Also das ist auch nicht angenehm. Noch was? Ich habe mich schon zweimal auf die Fresse gelegt jetzt in den 300 Metern. Sonst noch was? Ja, ich bin genervt. Der Weg ist mit etwa 50% Steigung Balsam für mein Trailrunner-Herz. Yeah, riding the wave. Lea nutzt ihre altbewährte Surf-Technik, den rutschigen Abhang hinunter. It's really, really steep here. Danke. Keep on trying. Kurz bevor du Banyos erreichst, kommst du an der weißen Virgin Mary Statue raus, die sich für uns ideal für ein kleines Päuschen eignet. Okay, wir sind ja gerade an der Bushaltestelle und gucken nach dem Bus morgen früh 8.45 Uhr nach Cuenca. Unserem letzten Stopp hier auf unserem Adventure-Trip gerade. Und wenn wir den verpassen, dann kommt der nächste erst um 23:30 abends. Deswegen würden wir jetzt gerne eine Bestätigung erhalten, dass der wirklich morgen 5:00 fährt. Wir Deutschen. Du kriegst die Leute aus Deutschland, aber Deutschland nicht aus den Leuten. Uns beiden. Entschuldigung. Local Transport in Ecuador ist sehr, sehr einfach. Es gibt verschiedene Organisationen, die sich auf verschiedene Orte im Land spezialisiert haben. Und die Fahrt ist echt günstig. Wir haben jetzt selten mal 10er bezahlt oder so für 7 Stunden Fahrt. Aber wir haben ja auch schon Situationen erlebt, wo alle Busse voll waren, deswegen... Documento, okay. No documento. No importa? Okay. 23, sí. Aquí. Gratis. Nein, ich gehe genug Geld, jetzt wir essen gleich. Das stimmt, jetzt sind wir broke. Hast du noch Cash zu Hause? Nee, wir sind broke. Zum Patreon machen für den Support. Kaputte Kameras, in Klippen gefallene Drohnen und Essen. Onlyfans. Welchen Content würdet ihr appreciaten?
Ich würde mich verkaufen, ehrlich. Grazie. I didn't see the dollar. Was denn? Wir haben hier die offizielle Bestätigung unserer Fahrt morgen früh mit dem Bus. Da freut sich das deutsche Herz. Und jetzt entspannen wir uns in den Thermalbädern von Banyos. Ich will gar nicht Banyos eigentlich so gerne verlassen. Es ist richtig schön hier. Es ist ein richtiger Ort zum ein bisschen länger bleiben, zum Leben. Was viele auch machen hier, ist die Ruta del Cascada. Da kann man sich ein Fahrrad leihen für 5-6 Dollar und dann fährst du einmal 16 Kilometer die ganzen Wasserfälle lang. Wir haben aber jetzt genug Wasserfälle gesehen, dachten wir uns, und haben uns das gespart. Lea mag sowieso nicht sehr gerne Fahrrad fahren. Ansonsten wirst du jetzt noch die Spa-Experience hier genießen können mit uns. Also! Nun an den, was sind wir, an den Quellen. Und dieser, ohne Scheiß, ist so geil. Du siehst ganz halt diesen Wasserfall aus der Stadt heraus. Und wir baden jetzt unsere Körper direkt am Fuß des Wasserfalls. Hier, komm, nur fürs Video. Du musst die Arme so dahinter so wegmachen. Wie viel hast du bezahlt? 4 Dollar. Erste Problemlösungs-Upselling-Masche. Wir müssen eine Badekappe jetzt mieten oder kaufen. Das, darauf waren wir nicht vorbereitet. Okay. Sexy. Ist das possible, un capa aquí? Ja. Dos. Dos Dollar, ist okay. Let's go. Ja, aber das sind Umkleide, das ist aber so eine schmale, dunkle Kammer. Wir sind immer noch nicht, hoppla, wir sind immer noch nicht im Wasser. Wir sind noch ein bisschen lost im Suchen, wie wir uns jetzt umkleiden können und die Sachen verstauen. Hey, where do we put the bags? Ja, ich muss them in the outdoor, in the box. Da, die Boxen. Da haben wir uns noch so eine blaue Box hier. So, die Kamera neigt sich jetzt zum Ende. Wir kleiden uns jetzt um, springen in eins dieser drei Thermalbäder rein. Jedes hat eine verschiedene Temperatur. Und genießen jetzt einfach mal den Abend. Guck mal, wie krass, direkt am Wasserfall. So, kann der Badespaß nun beginnen? Ich hoffe, ihr richtet mich nicht wegen meiner Wahl der Bademode. Wir haben gerade das richtige Becken gefunden für eine kleine Aufnahme. Es gibt, das ist nämlich das Kälteste. Das ist nicht behitzt oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie es funktioniert. Beheizt. Die anderen beiden Becken sind total warm, riecht ein bisschen, sind braun gefärbt. Und ja, hier kühlen wir uns jetzt gerade ab, denn die anderen beiden sind stufenweise heißer. Das in der Mitte so lala und das dahinter schon mal relativ heiß. Ja, das dritte ist richtig heiß, das ist wie eine Sauna. Very empty, ich versuch's so cold. Oh. Yeah! Cold Exposure. Fertig. Das war ein schöner Abend, jetzt geht's Sushi essen. Der extra hohe Mineralgehalt im Wasser ist ideal für die Regeneration von einer langen Wanderung. Und wir haben aus Mindo die Beine komplett zerstochen. Das war, hat übel an den Mückenstichen gebrannt, aber ich glaube, es hat geholfen. Anders als bei vielen anderen Ecuador-Abenteuer, die du in den letzten Videos gesehen hast, finden wir hier super viele vegane Restaurants. Sogar veganes Sushi direkt neben unserer Wohnung. Sushi! Hab ich hier voll Schminke hier hängen, oder? Richtig unangenehm. Wir haben jetzt schon 10 Pieces Sushi und 2 dieser Sushi Burritos gegessen und nochmal eine große Portion Nudeln nachbestellt und nochmal eine Platte Sushi. Also das heißt, wir hatten jeder 5 Sushi Pieces und einen so eine bisschen größere Sushi Rolle. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel ist, dass einem so unangenehm ist, dass man mehr essen will. Du meinst, die Pommes heute Morgen waren noch nicht genug? Das war unsere kleine Bude hier in Banyos. Es ist gar nicht so leicht, hier Wohnung zu finden, anders als im ganzen Land. Das ist quasi ein Raum, der getrennt ist mit dieser Glaswand. Hier hinter befindet sich dann das Schlafzimmer und das Badezimmer und diese interessante Terrasse. Moment, schauen wir uns die mal kurz an. Es ist wie draußen, aber es ist auch nicht draußen, weil hier drüber ist das Dach und da oben ist eigentlich draußen. Die Dachterrasse zeige ich dir gleich. Das nennt man Wintergarten. Ah, sehr komfortabel hier in diesem Wintergarten. Haben wir auch viel Zeit verbracht. Null Zeit verbracht, weil das Komische an diesem Wintergarten ist auch, dass man direkt vom Treppenhaus hier einfach rein kann. Ja, wir haben Fenster zum Flur. Das ist Notausgang bei Feueralarm. Das hier ist die gemeinsam genutzte Dachterrasse. Hier hinter mir hängt noch das Handtuch von unserem Bad gestern in den Thermalbädern. Und das war Banyos, wunderschön gelegen hier in dem Tal zwischen den Bergen. Wir haben es richtig genossen. Mein Favorite war gestern das Hot Spring Bad. Was war deins? Also ich fand die Schaukel gestern richtig cool, also da oben ist es wirklich schön. Und das Thermalbad fand ich auch richtig toll. Und die ganzen veganen Restaurants hier und so, das ist einfach eine super, super süße Innenstadt. Und jetzt fahren wir 7 Stunden Bus weiter nach, wo fahren wir nochmal hin? Cuenca! In Cuenca werden wir zwei Wochen verbringen, bevor wir dann auf die Galapagos-Inseln fliegen. So, diese 2 Wochen werden wir chillen, diesen Ort uns angucken und sehr viel Arbeit nachholen. Und wir sehen uns dann ins nächste Video from there. Much love and a virtual kiss.
Virtuelles Küsschen! Lasst euch da so nicht gehen, hm? Unser Zuhause für die nächsten 7 Stunden. Du findest so viele Videos über Banyos, wo dir unzählige Wasserfälle präsentiert werden. Ganz ehrlich, danach war uns einfach nicht. Aber weißt du, wonach uns ist? Natur und Wildlife. Deshalb lernst du im nächsten Abenteuervideo die einzigartige Tierwelt der Galapagos-Inseln kennen. Wir warten nicht bis zum neuen Jahr auf eine neue, für uns leidenschaftlichere Richtung. Wir starten jetzt. Jetzt wollten wir uns gerade die originalen Churros kaufen hier in Banyos. Leider ist dem Mann die Maschine kaputt gegangen. Er versucht sie hinter mir gerade über meiner rechten Schulter zu reparieren, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr, leider. Ja. Hast du deine Churros noch bekommen? Die Originale!